Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Plants vs. Zombies von ihrem 93 Jovo, der finale Level der Nebelwelt. Wir sind endlich da und jetzt werdet ihr sehen, von was ich gesprochen habe, als ich gesagt habe, es wird schwierig sein. Hey. Warum ist es auf einmal so dunkel? Das verheißt nichts Gutes. Naja, hoffentlich überlebst du die Nacht. So viele Zombies. Es regnet und wir haben nur vorgegebene Pflanzen und wir haben nur Licht, wenn der Blitz wenn der Blitz vom Himmel. Ich habe gehört, dass Blitze vom Boden aus zum Himmel gehen. Habe ich zumindest gehört. Ist ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. So, wenn man nur für kurze Zeit was sehen kann. Weil man nie weiß, wo jetzt was passiert. Hier kommen jetzt nämlich zum Beispiel sehr viele. Okay, ganz ruhig bleiben. Wir kriegen das hin. Du hast es schon so oft hingekriegt. Das kriegst du auch wieder mal hin. Am besten die Kakteen hinten hin. Dann... So. Und jetzt sehen wir auch die Sternfrucht, wie sie gut arbeitet. Das hebe ich mir lieber auf. Genau. So. Für die Reihen sind die schon mal gesetzt. Ich habe ihn in den Pumpkin reingesetzt, oder? Verdammt, davor. Na gut, dann ist eine gute Verteidigung für den Magnetpilz. Gut, gut, gut. So. Perfekt. Vielleicht kriege ich mal eine perfekte Reihe. Das hätte ich bei dem Spiel, bei dem Level noch nie hingekriegt. Wenn man das zweite Mal spielt, kommt hier sogar ein spezieller Zombie, der Yeti-Zombie. Den werde ich euch dann, wenn ich dann das Spiel durch habe, werde ich euch beim anderen Spielstand den Eintrag dazu zeigen. Ja? Der ist ganz lustig, jo. Ja, lustig sieht er aus und ganz lustig ist er auch drauf. So, wo kommt die Kneipsim? Hier hin, genau. Perfekte Sternfrucht. Und die sind halt sehr effektiv, wenn man sehr viele von ihnen hinsetzt. Ah, hier habe ich schon. Gut, hier, jetzt war es kurz ein bisschen länger hell. So, da kommt jetzt ein bisschen nah. So. Oh. Ich mag irgendwie gar nichts sagen. Das ist echt so ein Level, wo ich schon ein bisschen Angst habe. Weil ich einfach so gut wie nichts sehe. Weil ein Mensch, der einfach nichts sieht und der sich nur auf sein Gehör meistens dann vertrauen muss, der hat schon Angst. Na gut, weil ich meine, es kommen Zombies, die dann Gehirn fressen wollen. Da kann man schon Angst haben. Ein bisschen Furcht. So, aber mit dieser Verteidigungslinie ist es doch kein Problem. Je mehr Sternfrüchte man hat, desto besser, weil dann desto mehr feuern die ja ab. So. Die setze ich mal so hin. So, hier werden auch welche gesetzt. So. Und hier. Alles klar. Ah, na toll, da unten ist ein Buddelzombie hin. Jetzt habe ich falsch gesetzt. Oder? Oh mein Gott. Stimmt, ich muss noch Kakteen aufheben, weil der knappe die mir ja weg. So. Okay, ganz ruhig bleiben. Du hast die Hälfte schon geschafft. Und es läuft gut. Ich bräuchte nur ein bisschen mehr Licht bei der Sache. Und vielleicht ein paar mehr Magnetpilze. Kakteen muss ich mir aufheben. Da! Okay, da ist ein Springteufel-Zombie hochgegangen. Hat er irgendwas mitgerissen? Anscheinend nicht. Na toll, jetzt kommt auch noch ein Pogo-Zombie. Aber da unten habe ich ja zum Glück was. Okay, wo setze ich den jetzt hin? Nein, hier, da nicht hin. Da nicht. So, ein paar Pumpkins, ein paar... Ah, der ist schon ein bisschen zerfratzt hier, aber... Ja. Der hält noch ein paar Bisse durch.
Was ich gerne hätte, wäre noch ein paar Erbsenkanonen, genau. Ein paar Knallerbsen, um hier dann noch die Symmetrie hinzukriegen. Worauf zeige ich eigentlich? Ich sehe gar nichts. So, jetzt könnt ihr meine Seerosenblätter knabbern. So, zack, zack. Frisst Sterne! Im Namen des Sternes werde ich euch besiegen. Im Namen des Mondes? Was hat der Mond schon zu sagen? Er ist nur ein großer. Ja, gell, warum brauchen wir eigentlich den Mond? Weil ich meine, der Mond ist eigentlich sehr... Nee, andersrum war das. Für was ist die Sonne gut? Weil ich meine, nachts scheint der Mond und tagsüber ist es sowieso hell. Oh Mann, das war ein tiefgelegener Witz. Die letzte Welle. Und ich habe eine Symmetrie. Ole, ole. Na toll, ich habe den... Moment, hier. Und jetzt habe ich eine Symmetrie, oder? Habe ich eine Symmetrie? Jawohl, ich habe eine Symmetrie. Ole, ole. Freut mich. Habe ich bei den Level noch nie hingekriegt, weil ich meine, ihr seht ja warum. Und die erste Pflanze für den neuen Level. Ole, ole, ole. Oh, es ist so hell. Das Cola-Pult, Schleuderkohlköpfe auf dem Feind. Warum das wichtig sein wird, seht ihr jetzt. Der letzte Level. Und es haben sie es sogar bis aufs Stach geschafft. Das sind ja vielleicht ein paar harte Kühlzombies. Mann, sparst du jetzt die Cola-Pulte, weil das Dach so schräg ist? Vergiss doch nicht, dann läuft alles wie geschmiert. Ja, das ist jetzt das... Oh ja, der Bungee-Zombie. Sehr gefährlich. Mal sehen, haben wir ein paar neue Einträge? Natürlich das Cola-Pult. Und auch der Magnetpit. Schauen wir uns den mal erstmal an. Magnetismus ist eine mächtige Kraft. X-Men lässt grüßen. Sehr mächtig. Sie macht Magnetpits manchmal selbst ein bisschen Angst. Er weiß nicht, ob er eine so große Verantwortung tragen kann. Ja, er weiß ja nie, was er zu anziehen hat. Ha! Und das Cola-Pult. Cola-Pult macht es nichts aus, Zombies mit Kohl zu bewerfen. Dafür wird er schließlich bezahlt. Und er macht es gut. Er versteht nur nicht, wie die Zombies überhaupt aufs Dach gelangen können. Durch eine Leiter, würde ich mal sagen. Und der Borgo-Zombie ist auch neu. Sproing, sproing. Dieses Geräusch macht ein mächtiger und effektiver Zombie bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Und der ist noch nicht entdeckt, der Banshee-Zombie. Gut, was ist jetzt neu? Wir brauchen das Cola-Pult. Wir können jetzt auch wieder unsere Sonnenblume nehmen. Es ist ja endlich Tag. Dann nehme ich diese Sachen. Genau. Und auch die Jalapeno Arriba. Die kann uns auch gut helfen und der Matschkübel ist alles klar. Gut, jetzt haben wir den Bungee-Zombie. Das ist jetzt auch neu. Wir haben keinen Rasen, wir haben Töpfe. Beim nächsten Level, wenn wir den Level beendet haben, bekommen wir, denke ich, dann auch den Topf. Weil diese Töpfe können auch gefressen werden. Und die kommen, die werden wachsen nicht neu nach. Nein, die müssen wir neu setzen. Das heißt, wir müssen... Der Dachlevel ist auch etwas kompliziert, also wegen den Einschränkungen, aber ich denke, er ist noch leichter als der Nebellevel. Weil, wie gesagt, wie der BDF gesagt hat, solange man das Cola-Pult hat oder genug Katapultpflanzen, desto besser. Dann läuft die Sache wieder wie geschmiert. So. Hoppala, Entschuldigung, kleines Räusperchen. Auf das hat man jetzt nicht so gehört. Ich versuche ja, mich bei sowas zurückzuhalten. Ich bin ja ein anständiger Kerl. Ich habe das gelernt, ja. So, hab genug Verteidigungspflanzen, die Kirschbombe, Jalapeno und der Matschkübis. Und natürlich auch die Kartoffelmine. So, jetzt kann ich wenigstens wieder viele Sonnen sammeln. Das gefällt meinen Tagleveln schon besser als bei den Nachtleveln, dass man die Sonnen leichter sammeln kann. So, das erste Kohlepult. Siehe da, und es läuft wirklich wie geschmiert. Im hohen Bogen wirft es einen Kohl in das Gesicht des Zombies rein. So. Oh, perfekt gesetzt hier. Ah, jetzt kommt da unten auch einer. So, so. Yeah. Ein Willkommensgeschenk. Nur für dich. Schau es dir denn mal an. Es ist brennend darauf. Es brennt darauf, dich kennenzulernen. Oh ja, es ist ein neuer Freund. Ihr werdet euch sicher gut verstehen. So, die Sonnenblumen sind schon alle gesetzt. Ich habe auch schon wieder genug Sonnen. Ich werde hier jetzt einfach... Ich kann ja jetzt nur das Cola-Pult verwenden. Hier könnte ich dann normale Pflanzen verwenden, aber die habe ich jetzt hier halt nicht eingesammelt. Habe ich jetzt nicht ausgewählt.
Oh oh. Ja, jetzt kommt der Bungee-Zombie. Was macht er? Der macht Spoing. Lauert auf sein Opfer und dann. Flipp. Oh, nimm doch sich da einfach mal eine Pflanze weg. Meine Güte, so ein kleiner langer Finger. So ein langer, langer Finger. Ein langer, langer Finger. Aha, aha, aha. So. Das stimmt, ich kann ja noch keine. Ich kann ja noch keine Töpfe setzen, habe ich total vergessen. So, dann helfe ich die mir halt für den Notfall auf. Die vorderen könnte ich dann mit Kürbissen dann besetzen, damit die dann ein bisschen länger aushalten. Wie hier in diesem Falle. So und so. Kapuschi. Geschützt wird er von der harten Schale. So. Aber die Musik von dem Dachlevel, der ist ein bisschen anders als der Taglevel auf dem Rasen, aber gefällt mir ein bisschen besser. Achso, jetzt sind wir natürlich wieder am Schluss. Das Level ist ja immer kürzer. So, da mache ich mal ein bisschen Symmetrie. Ich mag die, die sind auch so draufgängerisch. Kabushi und Jalapeno. Kazam. Ich meine natürlich Arriba. Und komm du her. Warten, warten. Los! Jawohl! Und wie gesagt, den Topf haben wir. Unsere neue Pflanze, in Anführungszeichen. Der Blumentopf. Damit kannst du das Dach bepflanzen. Hallo Nachbar, ich habe neue Sachen im Angebot. Alles klar, wir haben den Dachreiniger. Diese Dachreiniger sind in den schwierigen Dachlevels eine zusätzliche Verteidigungslinie. Die kaufe ich mir sofort. Und auch den Rechen, dann haben wir ihn schon mal. Und jetzt haben wir auch das den Stachelstein, eine Erweiterung des Stachelkrauts. Sie verursachen doppelt so viel Schaden und sind extrem robust und der Goldmagnet. Pflanze sie auf deinen Magnetpilzen, um Goldmagneten daraus zu machen. Die sammeln Münzen und Diamanten für dich auf. Sehr praktisch. Nein, ich wollte doch nicht zurück. Nein! Ich muss auch hier doch leider den Part beenden, meine Damen und Herren. Ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber halt 2 Level pro Folge. So ist es halt leider. Die letzte Welt wurde jetzt angeschlagen. Danach werde ich schauen, da werde ich, denke ich mal, jetzt, wie gesagt, dann andere Projekte in Angriff nehmen und dann hin und wieder mal wieder was Neues von Plants vs. Zombies springen, wie dann auch bei Portal 2 und Amnesia. Also, falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin ja 93 Jovo, I loved and entertain you, tschüss and goodbye.